Was geht ab, Pyros? Und damit herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween Special 2024. Wir haben heute eine richtig schöne Mischung für euch vorbereitet und haben jetzt zum Start direkt mal schön ein bisschen Smoke am Start. Schön verschiedene Farben. Leider sieht man gar nicht so viel davon. Auf jeden Fall haben wir hier Jorge Smoke. Schön in allen verschiedenen Farben am Start. Und wir haben was richtig Geiles für euch vorbereitet. Und zwar haben wir mal wieder eine XXL Feuerwerksmischung für euch am Start. Wie ihr sehen könnt, wir haben natürlich einen Kürbis am Start. Danke fürs Anmalen an meine Freundin. Das hätte ich sonst zeitlich nicht mehr geschafft. Dann haben wir hier hinten Monster-Fontänen-Batterie, Halloween-Batterie, noch eine Halloween-Batterie von SR Pyro, dann den Crazy Clown, die Maska oder so von Klasek müsste die sein. 19 Schuss mit so einem Scream-Design in F2. Dann haben wir hier am Start schön Killer Rockets von Jorge. Dann Golden Star Bombenrohr von Diamond. Richtig alt, 50 mm. Freue ich mich, Ewigkeiten nicht mehr gezündet. Flashbang Grenade, Handgranate. Hier ein paar P1 Böller, mit denen wir nachher den Kürbis sprengen werden. Dann die XXL Crazy Balls. Eine Vampir Crazy Donut. Hier noch ein bisschen Smoke, den müssen wir jetzt gleich wegballern. Schön mit den Funkeböllern. Und diesen Scream Dingern würde ich sagen. Dann die Wespe Thunder King. Hier haben wir noch schön am Start Scream UFO. Scream Bombenrohre, verschiedene Raketen, Skyrockets, tolle Lola und Scream Rockets. Und am Ende würde ich sagen, ballern wir euch noch ein paar Kugelbomben mit rein. Alles klar, Leute. Viel Spaß bei diesem Video. So, dann würde ich sagen, komm, zeig mal her die schönen Dinger. Habe ich tatsächlich einmal vor Ewigkeiten mit Ofti zusammengezündet und seitdem nicht mehr. Haben jetzt schön zwei Orangene dabei, wegen Halloween, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, dann schmeißen wir dazu auf jeden Fall noch die Funke China Böller B. Auf jeden Fall sind wir heute am Start mit Pyro Duo Hagen und XX Pyro Fan XX. Link zu den beiden Kanälen packt euch in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, hau an die Dinger. Let's go. Jawohl. Let's go. Schön grüner Rauch, orangener Rauch. Und dazu machen wir die Funkeböller. So, komm, wir stellen die schön hin. Bisschen versetzt. Mega. Let's go, hau an. Guckt euch das mal an. So, let's go. Schön ein paar Funkeböller. Sollte richtig fetzen. Verpufft. Sehr schön. Die nächsten zwei. Guckt euch mal den Rauch an. Alter. Oh, Junge, wie die hier hämmern. Krank. Der eine Rauch ist schon vorbei. Ich würde sagen, komm, wir packen uns direkt den nächsten Artikel, während der andere Rauch hier noch dran ist. Und zwar die Screen-Dinger. Let's go. Schön von Pyro Factory. Guckt euch das mal an, der Rauch ist immer noch dran. Leider haben wir ein bisschen spät dran hier mit der Dämmerung. Aber egal. Den Kürbis werden wir nachher schön auf einer Straße für euch wegsprengen. So, komm. Einen einzeln, danach zwei Stück auf einmal, würde ich sagen. Rauch ist auch schon vorbei. Aber es ist immer noch alles vernebelt hier. Mega. Okay, direkt die nächsten zwei hinterher. Jawohl, naja, hat so lala funktioniert. Komm, dann würde ich sagen, komm, lass uns eben diese Flashbang Handgranate da verballern. Genau die, jawohl. Damit die wegkommt, damit wir hier nicht wieder vom Zoll angehalten werden und die vermuten, dass es eine richtige Granate ist. Du musst einfach den Splint festhalten und dann drücken. Richtig, genau. Gartenkurs mit Street, Achtung. Boah. 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 Oh, voll gegen das Bein geballert. Aber war geil, hat gescheppert. Das hätten die vom Zoll auch gerne mitbekommen. Alles klar, dann würde ich sagen, komm, Scream Wasp, oder? Yes. Scream Wasp, schön hier. In unserer wunderschönen Location. So, ich mache das eine Licht jetzt gleich mal aus, Leute. Müsst ihr euch mit dem Kameralicht hier zufrieden geben. Okay. Dann hau an die Screen. Guck mal, ob die hier hochfliegen, die Moskitos. Schön baller alle hintereinander, jawohl. Jawohl. Ich liebe die Dinger. Boah, durchgezündet. Mega. Und die letzten zwei. Geiler Artikel. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt zuerst die XXL Crazy Balls. Ich glaube, die sind von Leslie, ne? China Brand. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo ich die habe.
Ist zwei Wechselklinge, Pyrolux, eins von beiden. Ach, klein die sind. Klein, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Krass. Krass. Ist ja schon fast wie diese von Jorge, F2-Dinger. Bin ich mal gespannt. Hört ja gar nicht mehr auf. Lange Brenndauer, aber irgendwie nicht so geil. Jetzt beide auf einmal. Einer ist ausgegangen. Ja, ist okay. Sollen wir den einen noch nachzünden? Komm. So, gezündet wird trotzdem, deswegen zünden wir das Ding jetzt hier nach. Naja, feiere ich jetzt nicht so wirklich. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen zusammengerückt und ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Vergleich. Und zwar haben wir zwei verschiedene, ja, die können wir auch theoretisch mit reinpacken, aber wir haben zwei verschiedene UFOs, Triplex und Screen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach immer jeweils einen dann gleichzeitig. Weißt du, wie ich meine? Links quasi Scream UFO, rechts Crazy Donut. Eine ist Triplex, das andere ist Klasek. Ich habe bis jetzt nur die von Scream, also von Klasek gezündet. Bin ich mal gespannt. Richtig geiler Artikel. Wir hoffen, dass der hier irgendwie abhebt. Aber wir sind wenigstens beide hochgeflogen. Wow, Alter. Junge. Ich hoffe, man hat das gehört. Alter, das ist zwischen uns gelandet. Hat nicht viel gefehlt. Krass, Digga, das Ding hat bestimmt auch wehgetan, Alter. Ohne Witz. So, und jetzt die nächsten zwei davon. Beziehungsweise die letzten. Gucken, ob die uns mehr überzeugen. Auch ganz nice, da kriegt man irgendwie so Silvester in Berlin Vibes. So, und weiter geht's jetzt mit den Scream Shots. Du wolltest sie eben unbedingt zünden? Jetzt darfst du. Ja, sehr gerne. Richtig geile Single Shots. Ich würde zuerst mal sagen, wir machen mal zwei und danach vier. So, Pyro Duhagen hat eine richtig geile Idee gehabt. Wir machen zum Start dreimal hier gerade und danach drei gefächert. Alles klar, komm. Oder was heißt gerade? Ist auch schon ziemlich schräg. Kein Problem im MPM Brenner. Oh, geil, da fehlt nur noch der Salut. So, und jetzt dreifach gefächert. Ich denke, das sollte nochmal eine Ecke geiler werden. Mega. Geil, habt ihr den Nachhall gehört? Ja, Mann. Crazy, Alter, ohne Scheiß. So, Leute, wir brauchen jetzt langsam mal eine Abschlussbasis hier für die Skyrockets zum Beispiel. Und dann kam uns die Idee, hier diese Vampir von Weco zu nehmen. 15 Schuss, rasante, was steht da? Feuerwerksbatterie, oder? Ah, Powerbox. Ja, ja, ich bin nicht mal gespannt. Ich glaube, können wir mal oben aufreißen für Kaliber. Innen wahrscheinlich Hohlkörper. Ja. 18. Okay, bin ich gespannt. Passen die Raketen auf jeden Fall rein. So, Vampir, let's go. Ich fand die gar nicht so schlecht, so als kleines Halloween-Gerät ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Mega nice. So, alles klar. Und weiter geht's jetzt hier mit den Skyrockets von Jorge. Wir haben ja schön verschieden unterteilt, ne? Grün, Rot und Blau. Machen wir zuerst die Roten. Oder ja, wir machen auf jeden Fall immer die zwei gleichen gleichzeitig. Wunderschön machst du das. Wie ein Profi. Jetzt hättest du das von jemandem gelernt. Von Papa, Apple. Alles klar, let's go. Such dir welche aus. Ja, ganz klar mit Blau, ne? Ja, lange nicht mehr gezündet. Einfach Nostalgie. Naja, geht, ne? Also die Blinker waren schon in Ordnung. Ja, aber geht besser. Und die Ausbreitung. Ja. Könnte minimal krasser sein. Ja, stimmt. Boah, Leute. Dazu muss man sagen, für die Größe haben die eine krasse Steighöhe. Fliegen krass hoch, deswegen ist der Effekt dann auch nicht so krass. Ja, für zwischendurch in Ordnung.
Hey, hatten die nicht mal Silberschleifaufstieg? Hab ich auch, ich wollte es gerade eigentlich sagen, aber ich dachte, wir kommen, besser sagst du nichts. Ja, uns ist gerade was aufgefallen, Leute. Also wir sind der Meinung, du auch? Ja. Die hatten früher Silberschleifaufstieg, hatten die jetzt nicht. Wir haben die vor 2 Wochen noch gezündet. Echt? Ja. Achso, okay. Gut, alles klar, komm. Thunder King, Crackling, ach, das ist gar kein Salut Bombo. Ja, ich glaube, das sind so Crackling Mortar. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ob das crackelt oder nicht. Crack. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Okay. Zünd an den Knaller. Ja, geil. Komm, ich würde sagen, du machst die, ich bleib schon mal hier hinten. Also ich fand die nicht schlecht für zwischendurch. So Pyros, und bevor wir es jetzt gleich richtig krachen lassen, machen wir hier etwas Kleines, aber Feines. Und zwar diese Monster-Batterie. Da bin ich jetzt voll gespannt drauf, weil das hat so ein richtig krasses Design irgendwie mit, der Mund leuchtet, oder? Ja, die Augen im Mund. Ich hoffe. Kürbisartig. Ah ja, genau. Ja, alles klar. Komm mal. So, let's go. Zünd an. Die Monster-Fontänen-Batterie. Oha. Alter, mega! Jawohl! So muss das sein, Pyros! Schön, Halloween Special 2024! Alter, jetzt geht's los! Ja, Mann, geil, guckt euch das an! Ich sage euch ehrlich, dieses Ding ist wieder für gemacht, für dieses Halloween-Special. Mega geil für Halloween einfach so zum Zünden. So ein Ding müsste man sich eigentlich mal vor die Haustür stellen. Alter, es glüht halt noch weiter, ne? Geil. Kaufempfehlung. So, Pyros, und als nächstes würde ich sagen, machen wir diese schöne Halloween-Batterie hier. Nicht von SR-Pyro, sondern von Pyro Moravia. Da hatte ich letztens schon Batterien, die waren richtig geil. Und da bin ich jetzt gespannt, wie diese Halloween-Skelett-Batterie hier wird. Halloween. Mega! Alter! Junge, die war krass, oder? Junge, 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 hat dieses Ding mich gerade umgehauen. Das sind 25 mm in F2 und die war richtig geil. Da bin ich froh, dass der Zoll uns die wenigstens hier gelassen hat bei der Polentour. Mega geiles Teil, ohne Scheiß. Kaufempfehlung für diese Halloween-Batterie von Pyro Moravia. So, Pyros, und weiter geht's jetzt hier mit Screaming Grizzly von Helios. Das gab's damals, meine ich, im Aldi, ne? Yes. Yes. Geiles Teil. Doppelt? Ja, ja. Gucken mal, wenn es geht, ja, machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, die stellen wir so ein bisschen schräg, damit ja. Die so schön schräg schießt. Nice. So, wir packen das Ding jetzt mal aus. So, Pyros, leider geht's nur einseitig, aber ich würde sagen, wir ballern die jetzt hier schön schräg über den Acker. Screaming Grizzly von Helios. Alles klar, let's go. Freue ich mich drauf. Feuer
So Leute, endlich haben wir es geschafft. Das war wirklich eine Qual. Absolut keine Kaufempfehlung für dieses Scheißteil. Oh Mann, war das langweilig. Deswegen auch auf jeden Fall wahrscheinlich doppelte, wenn nicht sogar dreifache Geschwindigkeit. So Pyros, und jetzt würde ich sagen, müssen wir hier die Raketen vernichten. Wir haben hier diese Scream Rockets von Pyro Factory, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, das war ja gerade eine wirkliche Qual, dieses scheiß Screaming Grizzly. War wirklich kacke. Und deswegen machen wir jetzt die Scream Rockets hier, Pyro Factory. So, dann packen wir aus. Hast du schon mal gezündet? Du? Nee, ne? Die haben ja auch 100 Neuheiten rausgebracht. Sieht irgendwie alles, naja, so lala. Obwohl, ich finde das Design eigentlich geil, ne? So ja. halb. So Screamboom. Ich bin gespannt. Ja. Alles klar, gucken wir, wie die sind. Jawohl. Komm, wir machen jetzt zuerst 2 Stück und dann 4 Raketen von diesen Scream Rockets von Pyro Factory. Hau an die Dinger. Alter. Crazy, die war geil, Alter. Komm, die müssen wir ein bisschen schräg machen. Komm, schön schräg jetzt. 4-mal Scream Rocket, Pyro Factory. Mega geiler Aufstieg und geiler Zerleger. Alter, waren die geil. Junge, 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 die waren wirklich krass. Und jetzt komm, wie du schon gesagt hast, machen wir einen direkten Vergleich dazu. Und zwar hier, schönes Teil, tolle Lola von Weco. Boah, Ewigkeiten noch nicht mehr gezündet. Ich stehe da drauf. Hui. Let's go. Made in Germany. Jawohl. Boah, dieser Pfeifton, sowas von schrill und sowas von krass. Nice. So Pyros, und jetzt gibt's hier für euch die Killer Rockets von Jorge. Haben wir heute noch schön frisch gekauft. Ja, nachdem uns leider unsere Scream Rockets da abgenommen wurden, mussten wir da eine Alternative finden. Eigentlich sollten es die Bombenraketen werden. Die haben wir aber auch vergessen, deswegen gibt's hier jetzt richtig geil Killer Rockets von Jorge. Gut, dann pack sie mal aus. Ich weiß mal, selbst die hat der Zoll aufgeschnitten und hat sich jede einzelne Rakete angeguckt. Sind da denn wirklich 20 Gramm drin? Man weiß es nicht. So Leute, eine ist leider gerade abgebrochen. Und ich würde sagen, komm, wir zünden jetzt einfach wild aus diesem Strauß raus. Wir machen irgendwie 2, 3 und dann den Rest. Alles klar, let's go. Hau an, zuerst. Jawohl, rot und irgendeine andere Farbe. Blau. Geil. Alter. Boah, die erste war krass. Davon muss ich mir auf jeden Fall noch welche kaufen. So, die nächsten. 3 Stück diesmal. Und danach 4. Passt ja perfekt. Mega. Alter. Boah, teilweise echt krass, teilweise irgendwie, ja, in Ordnung. So, und dann jetzt 4 Stück davon. Aufschlag. Dank des Feuers kein Problem hier. Alter, ich fand die alle mega geil. Auch dafür Kaufempfehlung. So Leute, jetzt machen wir für euch. Wir müssen hier irgendwie noch im Halloween-Special bleiben. Deswegen machen wir zuerst die. Die hat zwar 30 mm. Aber danach wollen wir die Halloween-Batterie schießen. Danach die Crazy Clown. Dann müssen wir auch noch den Kürbis wegsprengen. Und dann machen wir als Endschlag dieses Golden Star beim Ohr. Alter, da freue ich mich drauf. Aber jetzt zuerst diese Maska oder so. Von Klasek. Schön mit Scream Design. Also, wir haben uns hier nicht lumpen lassen für das Halloween Special. Wir hauen hier richtig einen raus für euch. Und deswegen solltet ihr jetzt schon mal den Like-Button sprengen. Alles klar, Pyros. Let's go. Jetzt diese Scream-Batterie hier von Klasek. Alter, geil! Mega nice! Auch das Ding fand ich jetzt echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, 25 Euro hat die gekostet. Klar, kriegt man bestimmt hier und da irgendwo vielleicht was Besseres für. Aber alleine wegen dem Design schon mega geil. So, und weiter geht's jetzt hier mit der Halloween-Batterie von SR Pyro.
Geil. Ich finde diese Designs von denen mega, ne? Das ist wirklich 1A Premium-Shit. Ich glaube, gezahlt haben wir eigentlich 25, ich glaube, wir haben 22 Euro bezahlt, ne? 10% haben wir bekommen bei dem Laden. Let's go. Ja, Mann. Halloween von SR Pyro. Alter, mega! Oh. Junge, was war das denn? Ey Leute, ich glaube, ihr wisst, ich übertreibe nicht. Ich fand die sowas von krass. So, und jetzt ballern wir für euch die Crazy Clown. Ebenfalls von SR Pyro. Eine richtig geile, ja, Halloween-Batterie. Alles klar, let's go, come on. Alles klar, let's go. Crazy Clown hier schön im Halloween-Special 2024. Sprengt den Like-Button, Pyros! Alter! Mega! Boah. Junge! Da fand ich die Halloween-Batterie irgendwie ein bisschen besser. Also hier waren zu starke Schwankungen. Der Schuss war gut, der nächste war wieder nicht so gut, danach der war okay, danach der war wieder gut. Also da gibt's ja bessere, aber ich fand das Finale auch geil. Mega! So Pyros, und jetzt kommen wir zur Mission des Videos. Wie gesagt, vielen Dank an meine Freundin, die hier schön den Kürbis für mich bemalt hat. Zum Schnitzen hat die Zeit leider nicht gereicht. Und wir haben die Mission, die diesen Kürbis hier mit diesen Böllern zu sprengen. Ich würde sagen, wir legen am Anfang einfach mal so ein PS3 schön hier oben drauf, weil wir wollen den ja nicht direkt komplett zerstören. Ne? Schauen wir mal, wie da die Wirkung so ist. Okay, die Titanblitze nehmen wir natürlich auch mit. Hier haben wir schön die Titanblitz 5 in grün am Start. So Leute, wir leuchten jetzt schön mit der Taschenlampe an, damit ihr auch was davon seht. Come on, let's go. Wir machen es jetzt doch nicht auf der Straße. Hier ist, denke ich mal, besser. Ich bin gespannt, was mit dem Kürbis jetzt passiert, Leute. Alter, boah, das kam irgendwie ein bisschen unerwartet, oder? Und? Ey, krass. Siehe da. Ne, lass mal jetzt den Titanblitz machen. Auch nur oben drauf, oder? Wir wollen ja ein bisschen vergleichen, wie hier die Sprengwirkung von den verschiedenen Böllern ist. Dies ist eine wissenschaftliche Neuentdeckung. Warte, leg den besser oben drauf. So, nicht nachmachen, Pyros. Wie unser Ofti immer sagt. Ja, guck mal, der Rauchring. Mega. Gucken wir uns mal den Kürbis an. Lebt. Ey, krass, ich hätte es irgendwie schlimmer erwartet, ne? Beide irgendwie, sollen wir nochmal oben drauflegen oder was? Oder? Einfach mal ein PS3 rein. Ja, aber ich glaube, dann ist er hinüber. Ich glaube, dann ist nicht viel übrig, ne? Komm, machen wir nochmal ein PS3 so. Let's go. Ey, irgendwie entstehen darauf voll die guten Rauchringe. Okay, jetzt Titanblitz. Ja, und nachher müssen wir auf jeden Fall reinstecken. Hier noch, fangen wir an damit. Alter, mega. Okay, komm, jetzt Titanblitz. PS3 ist der letzte. Komm, die letzten beiden machen wir die gleichzeitig. Komm, beide gleichzeitig reinschmeißen. Let's go. Sind dann die Knaller. Schön alte Böller. Uralte Böller. Wow. Wow. Ja, das war's mit unserem Kürbis. Okay. Hier ist der Mund. Jetzt haben wir die Mission, den Rest davon zu vernichten.
Komm, legen wir schön Titanblitz drunter, oder? Ja, ein guter Kreis, das ist auch eine gute Idee. Aber dann schön weit weglaufen, ne? So. Achtung, Deckung, Pyros! Alles klar. Das war wohl nichts, Leute. Egal. Wir haben auf jeden Fall den Kürbis weggesprengt. Hier liegen seine Überreste überall. Da, hier. Ja, war nice, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Geil. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr das nächste Jahr wieder haben wollt, ein bisschen ausführlicher mit verschiedensten Böllern, schreibt es in die Kommentare. So, Pyros, und jetzt kommen wir zum Vorfinale. Erstmal das Golden Star Bombenrohr und dann kommen ja gleich noch ein paar Shells für euch. Ja, das ist ja schon quasi hier eine 2-Inch-Shell. Mega geil, bin ich gespannt drauf. Komm, das muss auch einfach schön richtig schön quer geschossen werden. Sind an das Ding. Mega lang nicht geschossen. Ja, Mann, hau an. Let's go. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen, Pyros. Alter, boah, krass. Fast wie eine Kugelbombe. Mega. So, Pyros, und jetzt hier im Halloween-Special haben wir noch eine kleine Spezialtracker, 10 Meter für euch. Die alte von Funke, ohne Zulassung und so weiter, deswegen müssen wir die jetzt hier ganz schnell vernichten. Alles klar, let's go. Geil. Geil, 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 das hat gescheppert. So, Pyros, wie versprochen im Halloween-Special, hauen wir jetzt nochmal einen für euch raus. Schön 3 Inch, Nico. 3 Inch, blau zu gelb. Der Nico. Blau zu gelb, jawoll. Schön. Krass. Und weiter geht's hier. Auf geht's. Jawohl. Junge, sind das Zerleger. Let's go, come on. Auf geht's. Auf geht's, Pyros. Was scheppert. Brutale Bouquets. Boah, mega. Let's go. Liken, Pyros. Ja, Mann. Heute ist Silvester. Boah, das war ein würdiger Endknall bei den Dreiern. Alter, crazy. Brokat, Crown, Pink, ne? Alter. Jawohl. Was für Zerleger. Oder was für ein Zerleger. Ja, Mann, schön Brokat. So muss sein. Alter, ey. Boah, mega. So, Pyros, ich hoffe, euch hat das Halloween-Special gefallen. Schaut bei den Jungs vorbei. Pyro Duohagen, XX Pyro von XX. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Dann bis zum nächsten Mal, Pyros. Haut rein und ciao.